Eskalation. So sind wir wieder mit Skype-Problemen bei Minecraft-LP. Hi. Wenn ihr da eine Alternative kennt, dann schreibt ihr uns doch einfach mal in die Kommentare. Das hätten wir Kommentarschreiber. Na eben. Beweist uns das Gegenteil! Ich hab was behauptet. Los. Tut was dagegen. Widerlegt es. Er darf nicht recht haben. Er hat nie recht. Ich wollte gerade raushauen, dass ich recht bin, aber das... Ne. Philipp. Also... Schwer. Aber das stimmt ja. Aber die Partei, die hat doch immer recht. Alter, was ist denn jetzt hier? Jonas hinzufügen. Tja. Schade war's, ne? Und wir haben ja auch schon öfter mal neu angerufen. Und da der Philipp drin ist, bestätigt mich das selbst auch. Wäre ja nur komisch, wenn ich auch nicht da wäre. Ja. Dann müsste es irgendwas mit mir zu tun haben, aber so nicht. So. Ich tue hier gerade noch ein bisschen ebenerdig machen. Damit wir ein schönes, sicheres Stadionumfeld haben. Beruhigend sich befreit von jeglichen Hügeln prügeln können. Ey, ja. Das ist sogar gereimt. Also muss es stimmen. So. Jetzt höre ich auch keinen Philipp mehr. Na, ich bin bloß ein bisschen leise. Achso. Ich bin noch da. Jonas hinzufügen. Ich verlasse dich nicht, Tino. Wir wollen ganz gerne mal auch den Paul hinzufügen. Super hier. Super. Paul Ringel hinzufügen. Schön, oder? So viele tolle Sachen. Alter, was ist denn mit Skype los? Ist mich verarschen? Startet mal euren Computer neu. Tut mal einen Systemneustart machen, bitte. Danke. Alter. Willst du mich verarschen? Es konnte keine Verbindung hergestellt werden. Wir müssen dann übrigens noch Kioske. Oh ja, das fehlt. Hier reinbauen. Nein. Ding 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 ding. So. Okay, dann gehen wir mal erstmal weiter da hinten abbauen. So, irgendwie funktioniert das nicht so richtig. Die Aufnahme ist sowieso ganz schön turbulent irgendwie, keine Ahnung. Leute, ihr müsst das mal verstehen hier, wir haben ja nie Probleme sonst irgendwie mit irgendjemandem, der nicht auf Skype reinkommt oder so, oder Minecraft nicht. Eigentlich nur mit dem Paul. Ist eigentlich immer alles richtig. Aber irgendwie nicht, naja. Also, ist ja sowieso jetzt die letzte Folge, oder? Ich weiß es nicht, ob ich dann noch eine Folge. Ich glaube, ich mache dann noch eine Folge mit. Damit wir wenigstens bis Sonntag kommen. Beziehungsweise Montag. Weil heute schneiden wird noch schwierig. Ja, wie viele Folgen haben wir jetzt? 4? Das ist jetzt die 5. Das ist die 4. Die 4. Das ist die 4, ne? Die 4. Das ist die 4. Bum. So, dann wollen wir mal, ne? Hier schön weiterbauen. Das macht doch Spaß. Spaß und Freude. Kraft durch Frau. Was? Das ist doch ein deutsches Auto, Dino. KDF, genau. Das haben wir doch was sehr Lustiges passiert. Wir waren in Tschechien. Also so austauschschülermäßig. Keine Angst, nicht lange, nur eine Woche. Ja, wir haben es überlebt. Was? Wir haben uns da nicht lange festgehalten. Wir wurden da nicht lange festgehalten. Und ja, da war so ein Lied. Das haben wir gesungen da im Musikunterricht. Und dann hier
Also haufen solche Abkürzungen, also ein Lied aus Abkürzungen, sowas wie MFG mit freundlichen Grüßen, bla. Da waren so Haufen Abkürzungen drin. Und da war auch, stand noch mit dabei, KDF. Und dann die Lehrerin zu uns, das ist deutsches Auto, oder? Ah ja, ja. Und haben wir also gesagt, nein. Mussten wir erst mal erklären, was es war. Aber nee, wir haben das ja nicht erklärt. Aber nee? Nö. Wir haben es zumindest versucht oder so. Und wir waren ja dann auch noch in Theresienstadt, da wurden wir aber festgehalten. Wurden wir eigentlich nicht. Nein. Ein Wochenende war ganz schön langweilig dort. Na gut. Hatten zumindest ansatzweise Internet, obwohl da nicht so gut war. Ne? Ja, und wir haben da eine lustige Sache gemacht. Was haben wir denn? Achso. Die ganze Zeit Pornotitel vorgelesen. Müsst ihr mal machen. Ja, ist äußerst lustig. Ist ein Beleber für jede Klassenfahrt. Ich freue mich schon dann wieder auf April, wenn wir dann wieder wegfahren. Oh. Und da müssen wir übrigens noch schön vorproduzieren, Riga. Oh ja, wer einschläft, wird angemalt, oder? Auf der Klassenfahrt? Ja. Wir haben eine Nachtfahrt. Habe ich mit Jonas auch schon besprochen. Eigentlich darfst du da nicht schlafen. Ich habe mir vorgenommen, davor richtig zu pennen, damit ich da nie schlafen muss auf dieser Klassenfahrt. Aber wann fahren wir? Sonntag? Weiß ich nicht. Geht das eigentlich? Auf jeden Fall verpasse ich ein Dynamo-Spiel, was mich ein bisschen ankotzt. Ne. Kann man Mist, das muss ja auch noch weg hier. Das ist ja doof. Das ist ja doof, ne? Tja. Johnson. Am besten unser Bonsen Johnson. Ah, nee, das am besten unser Klassenlehrer schläft dann ein. So, Jonas ruft wieder an irgendwie. Bitte mal Jonas und Paul dem Anruf hinzufügen. Mal sehen, ob es jetzt geht. Geht's? Nee. Alter, ein Skelett. Willst du mich verarschen? Es ist Tag. Ja. Pfeil. Das kann ich nicht einsammeln. War die Idee eigentlich vom Erik? Also vom Erik? Mit dem Kart? Was für Kart? Wo ich in die Lava gefahren bin. Nö, ja. Das war meine Idee. Achso, na gut. Stimmt. Erik. Erik bringt ja dann. Nee, der bringt ja dann immer die Ideen, die wir dann schon gemacht haben. Ja. Ja. Tja, es funktioniert leider nicht so richtig. Konnte keine Verbindung hergestellt werden. Also vor Klassenfahrt nochmal so 20 Stunden schlafen. Energy Drinks. Na gut, der Jonas wird sowieso welche mitnehmen. Ich mach ja das Zeug nicht so sehr, ne? Also Energy Drinks bringen bei mir eigentlich gar nicht. Ich brauch das Zeug nicht so richtig. Alter, ich muss das noch alles abbauen hier. Nein. Der Kaffee am Morgen ist überlebenswichtig, aber ich Energy Drinks nicht. Kaffee am Morgen. Alter, ich. Sonst. Bin ich frühestens nicht angesprochen. Oh, wie oft wir dabei McDonalds anhalten werden. Oh ja, hoffentlich haben wir wieder so cool. Wir waren übrigens auch mal in Freiburg, um mal noch eine weitere Geschichte zu erzählen. Siebenmal. Da waren wir bestimmt insgesamt, also mit den Städten dort, wo wir überall waren, waren wir garantiert 7-8 Mal. 7, glaube ich, aber wir waren dort bloß 5 Tage. Ja, also auf der Hinfahrt waren wir, ich glaube, 3 Mal. Nee. Auf der Rückfahrt waren wir 2 Mal. Naja, aber auf der Hinfahrt waren wir öfter auf jeden Fall. Auf der Rückfahrt waren wir nie so oft wie auf der Hinfahrt. Oder waren wir bei der Rückfahrt bloß EMA? Rückfahrt waren wir eigentlich bloß EMA. Und auf der Hinfahrt waren wir, ich glaube, 3 Mal. Dann hatten wir einen Tag, da waren wir im Europapark, da war nichts mit McDonald's leider. Da haben wir aber auch Burger gegessen und Pommes. Und danach sind wir danach hier Blue Fire. Ja, stimmt, wir haben da auch so einen Burger gegessen. Der war aber irgendwie geil. Sind wir danach gleich Blue Fire gefahren? Oder Silverstar? Ich glaube Blue Fire. Silverstar sind wir ja direkt, nachdem wir rein sind. Ja, stimmt, das übrigens war auch sehr geil, müsst ihr hin in den Europapark. Wenn ihr da mal einen Vorschlag bringen könnt in der Klasse. Fahrt Richtung Freiburg. Und geht da in den Europapark. Ich frage mich, wie auf die Idee gekommen ist, Silverstar gleich am Anfang zu fahren, ne? Ja, die sind dann. Ja, es ist ja gleich am Anfang und die dann also. Ja, hier, klar. Fahren wir gleich. Wir sind am Anfang sind wir noch ein paar. Nein, sind wir nie, wir sind direkt rein. Ach, das stimmt ja, scheiße. Ne, auf jeden Fall sind wir dann in Straßburg einmal gewesen. Ne, da waren wir gar nicht bei McDonald's. Das war zu teuer. Auf jeden Fall in Freiburg waren wir einmal. Wir waren auf jeden Fall überall. In jeder Stadt außer in Straßburg waren wir einmal.
In gut, Straßburg war nicht in so vielen anderen Städten. Subway. Echt, war der da? Das ist nee, aber halt Straßburg war. Nee, halt. Man will ich gar nicht mehr. Aber irgendwo waren wir bei Subway. Ich fresh! Ja, oh ja. Oh ja. Yeah. Oh yeah. Und aber ja. War nicht schlecht. Europapark auf jeden Fall. War ja, geil. Ja, da müsst ihr hin, wirklich. Da dann wollten wir zweimal hin. Blue Fire fahren. Ging natürlich nicht. Ja, da war irgendwelche technische Probleme. Ja, war scheiße. Da aber Silverstar sind wir. Aber Silverstar sind wir zweimal gefahren. Ja, Silverstar. Und wollt ich kann euch sagen. Ein, doch, wollten wir das zweimal? Ja, genau. Ja, wollten wir, weil die Blue Fire aber ja. Aber am nicht Anfang ging. So, du denkst, du überlebst es nie. Nee, das du wirst es wenn du. Dort hochgezogen erstens die wirst. Hochfahrt und zweitens dann, wenn du oben bist und runter guckst, dann geht's. Ja, dann ist geil, aber sonst, aber beim ersten Mal ist es total scheiße. Wir wurden da ja auch noch vorgelassen, also wir standen da so an und dann zwei vor uns dann, also die wollten irgendwie zu viert fahren, das waren so Mädels irgendwie und die haben dann so gesagt, ja, wollt ihr vor, damit wir dann zusammenfahren können, ich und der Paul übrigens und die dann so, machen wir mal. Dann sind wir dann vorne gewesen und haben uns gefragt, warum wir das jetzt gemacht haben. Warte mal, ich will doch eigentlich Eisen holen. Ich habe gedacht, wo ich dort hochgezogen wäre, ich sterbe. Das war auf jeden Fall ein Scheißgefühl und dann pfeift ich habe die Augen zugemacht, ey, das ging gar nicht. Ich habe die kurz aufgemacht und dann, nein, das war ein Fehler. Und oben war es dann so, du bleibst da oben ganz kurz so wie da so bleibst stehen, du eine ganze Weile nicht stehen, das ist so ein Scheißgefühl. Ja, und du so, scheiße. Warum sitzt du hier drin? Wieso fährt man erst die Kinder Achterbahn? Das war schon hart dort. Tja. Und dann Blue Fire war noch besser, ey. Da hat's dich im Sitz hin und her gedrückt. Ja, das war aber irgendwie geiler. Da hattest du nie irgendwie das Gefühl, scheiße, wieso fahren wir das jetzt? Das Gefühl hatte ich nie. Ich hatte bloß das Gefühl, dass ich aus dem Sitz fliege. Ja, im Looping. Dort in der Schraube. Ne, im Looping nicht unbedingt, in der Schraube dort. Ja, in der Schraube. Ja, das war übelst mies. Also die Schraube war. Die war hart. Da hätte mich. Er hat das Gefühl, mich haut's aus dem Sitz. Ja. Aber war das gut. Das hat übelst am in übelst rausgezogen. Das war übel mies. Looping und Schraube und die Steilkurve war auch nicht von schlechten. So, ich probiere das nochmal. Sind ja beide sogar da. Was ist los? Aber Jonas ist auch nicht auf Minecraft Online. Ja, der ist vorhin disconnected, warum auch immer. Keine Ahnung, was die wieder für Probleme haben. Haben wir Probleme? Die Jungens. Nee, gehen wir erstmal in die nächste Folge, dann machen wir dann noch eine. Ansonsten, ja. Ist dann sowieso doof, wenn die mit dabei sind. Also bis zur nächsten Folge mit weiteren Reisegeschichten von Quapp. Tschüss. So, jetzt sind wir wieder. Und wir hatten ja in der letzten Folge versprochen, Reisegeschichten weiterhin zu erzählen. Und das eignet sich besonders gut beim Abbauen und deswegen. Wo waren wir noch? An der Ostsee. An der Ostsee, ja. Da waren wir mit so einer Assi-Klasse da von so einer anderen Schule. Ja, die waren komisch. Die haben immer Tischtennis gespielt, die Chinesisch, das weiß ich noch. Und der Arndt ist mal übelst ausgerastet, ey. Ja, du meinst der Arndt? Ja, genau, der Arndt. Das war hart, weil der dort ausgerastet ist, ey. Ja. Aber da wollen wir jetzt nicht weiter ausführlich. Nee. Muss nicht sein, aber war geil dort. Auf jeden Fall. Ja, gut, fand ich. Also es ging ein Highlight, an Europa. War's jetzt nie. An Freiburg kommt jetzt nie ran, wo wir den coolen Busfahrer hatten mit leicht illegalen Filmen. Der sich dort die Filme, der uns Filme vorgespielt hat, die jetzt so neu im Kino rauskamen, wie Fast and Furious 5 war das damals. Ja, den hatte ich im Kino schon gesehen, der ist wohl übelst geil. Da hat er so noch gesagt, ach, den können wir vielleicht dann am Freitag gucken. Da wusstest du schon, dass er die über die Woche dort downloadet oder so. Ja, hat er gemacht. Konnten wir gucken. War ganz geil. Oder dann auch so diese komischen Mädchenfilme dort. Den Dings von neu verföhnt hier, ne? Rapunzel. Na, das war auch noch und dann noch komisch hier Groupies bleiben nicht zum Frühstück oder so ein Scheiß. Das? Ja, der und war noch aber noch erträglich. Ja, aber ging Musikvideos schon. Kamen ja auch ganz viele. War das Musikvideos? Und das nicht bloß Musik einfach? Ne, ich glaube Musikvideos waren auch dabei.
Oder Harry Potter auf Tschechisch. Echt? Hat man auch, ja. Aber das hat keiner geguckt von uns Deutschen. Das kann sein, ja. Wo waren wir noch? Ah, wir waren mal auf so einer Exkursion, wo man so eine Fischtreppe besichtigen konnte. Tino, das hat man schon. Ach so. Das ist ach, wir waren noch in Tschechien. Ja, Papa. Aber da waren wir zum Skikurs da. Ski, ja. Sehr Lager. Gut. Übrigens, Erich Hamel, auch eine tolle Geschichte. Oh ja, das ist ein Gott. Der ist ein Snowboard. Der kann Gott. Sehr gut Snowboard fahren. Und er ist streng der Meinung, dass es wirklich mittlerweile ganz gut könnte. Ja. Ja, aber wir haben ihn nie gesehen. War wohl nix wie... Also als wir ihn gesehen haben, ja. Konnte vielleicht am Hang sitzen. Dann beim Aufstehen wurde es schon schwierig und dann so langsam wurde es dann... Also ist immer so ein Hang runtergeschlichen. Gut, ja, ist da ein bisschen anderer Meinung, aber naja. Ja. Nee, wir nicht. War ganz gut. War ganz, ja, da waren wir auch mit den komischen Kunden. Da waren wir auch mit. Ja, die ging, also da gab's. Da gab's welche, die gingen und manche ja. Gingen nee. Zum Beispiel der Olli, oder wie der hieß. Olli, ja? Olli, ja. Den hab ich ja beim Fußball getroffen, mal. Nee, dass ja. Der zuguckt, Philipp, das kannst du nicht machen. Echt, der guckt ihn zu. Nee. Das hat Besseres glaubst zu tun. Du nicht, ja? Da hat er zu viel Relive. Ringe versucht wieder reinzukommen hier. Und dann probieren wir es eben nochmal. Jonas ist komplett offline. Ah. Der hat's schon aufgegeben. Ja, gut, ist ja verständlich.